Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit WS Corner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ja, heute Abend ist bereits schon der 6. Spieltag. Ja, ich hatte die letzte Zeit kaum Zeit gehabt aufzunehmen. Darum gibt es jetzt einen kleinen Update, was zwischenzeitlich hier passiert ist. Und zwar gehen wir rein in Spieltag Nummer 4. Da war mein Gegner FC Internazionale Milano. Und ja, wie soll ich sagen, wie es auch zu erwarten war, 1-0 in der 24. Minute. Ja, Everton macht das 1-0. Und es geht direkt weiter in der 50. Minute, 56. Minute. Ein Freistoß aus 30 Metern. Everton nimmt Anlauf und ein Traumtor. 2-0. Ja, und so endet die Partie auch mit 2-0. Ja, leider. So war die Aufstellung. Ja, leider haben wir verloren. War auch zu erwarten. Ja. Gut, dann geht's direkt weiter. Im ersten Pokalspiel. Ich habe es schon markiert. Ja, das war oder ist AC Perugia Calcio gewesen. Ja, der Gastgeber hat keinen Manager gehabt oder hat noch immer genau keinen Manager. Also wer Interesse hat, ne, kann sich da ja sich bewerben. Ja, gucken wir uns mal an. Im Endeffekt ist in der ersten Halbzeit nichts Großartiges passiert. Immer ein Hin und Her, außer in der 43. Minute. Ja, eine unfaire Attacke. Larini. Unsportlich. Ja, ist verletzt. Ist jetzt bis jetzt noch immer verletzt. Glaube ich bis zum 21. Gucken wir uns gleich nochmal an. Dann geht es direkt weiter in eine in zweite Halbzeit. Ist auch nichts Großartiges passiert. In der Verlängerung auch nichts. Das heißt, also Elfmeterschießen. Ja, und das war ein Hin und Her. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie nach unten? Egal, mach ich so. Ja, ist immer ein Hin und Her. Mal wurde getroffen, mal wurde nicht getroffen. Aber im Endeffekt haben wir tatsächlich in Elfmeterschießen gewonnen. Coole Sache, 4-3. Ja, waren sehr defensiv, nur wir defensiv, okay. Ja, Laurini ist verletzt, schade. Aber sonst bin ich mit diesem Sieg vollkommen zufrieden. Und dann geht's direkt in den fünften Spieltag rein. Da war mein Gegner SSD Palermo. Ja, der Trainer Bocatore 95 hat keine Aufstellung abgegeben. Sprich, haben wir ein bisschen Vorteile gehabt. Ja, können wir uns mal angucken. Was ist Schönes passiert? In der 28. Minute tatsächlich ein Tor für uns. Und zwar Poli FC kann einen Eckball von SSD Palermo per Kopf klären. Carmona schlägt den Ball sofort lang nach vorne, wo Zaxis den Ball gekonnt mit der Brust annimmt und herrlich über Sippe hinüberlupft. Sehr schön, 1-0. Und so geht's dann direkt weiter in die zweite Halbzeit. Und da ist auch nichts Großartiges passiert. Sprich, wir haben tatsächlich 1-0 gewonnen. Coole Sache. Ja, leider mit 3 gelbe Karten. Aber sonst ist die Benotung recht gut gewesen. Hätte ich also nicht so wirklich gedacht. Aber alles okay. Vor allem, dass der Kapitän
auf Reservebank war. Skandalös. Aber okay. Gewonnen ist gewonnen, ne? Vielen Dank an den Trainer. An den Trainer Bocatore95. Vielen Dank für die 3 Punkte. Und gucken wir uns mal die Tabelle an. So sieht es jetzt direkt aus. Nach dem 5. Spieltag. Ich bin auf den 9. Platz gelandet. Coole Sache. Ja. Oh, oh, was ist hier unten passiert? Der gute Lukas. Ich will ja natürlich nicht zu doll spoilern. Guckt bei ihnen vorbei. Auf seinen Kanal. Ja. Wie ich gesehen habe. Ich weiß, ich darf nicht spoilern. Ja. Achtung, Spoilerwarnung. Der Gute hat keine Aufstellung abgegeben. Der Lukas. Oh oh. Was ist hier oben? Spezero. Muss auch jetzt aufpassen. German Chris muss auch aufpassen. Sprich, die ganzen YouTuber hier. Uiuiuiui. Ich glaube, ein YouTuber ist auch gar nicht mehr dabei, ne? Ja, schade. Aber Fakt ist, wir sind... Ich gucke die Tabelle nochmal an. Tatsächlich hätte ich jetzt nicht so wirklich gedacht. Auf den 9. Platz, ne? Na gut, sind noch Spiele, viele Spieltage vor uns. Aber wir haben schon mal 9 Punkte, ja, sicher. Und das ist gut. Sogar sehr gut. Ja, unser nächster Gegner heute Abend ist Parma Salcio 1913. Die Aufstellung habe ich bereits schon abgegeben, darum gucken wir uns die jetzt nicht an. Und so ist jetzt momentan der nächste Spieltag. Der Lukas, wo ist er? Wo ist der? Der muss gegen Juventus FC ran. Uiuiuiui, ein starker Gegner. Ja, sonst gibt es da noch irgendwie. Ja, Roma gegen Lazio. Auch sehr interessant. Und der nächste Gegner, der hat gegen Bologna gewonnen, ne? 1-2. Sprich, Bologna hat man uns hoch ab 2-0, ne? Haben wir 2-0 gespielt? Ich weiß es nicht. 1-0 verloren. Naja, wird spannend heute Abend. Ja, 8 Minuten. Ja, ich würde mal sagen, für diese Folge reicht das erstmal. Ja, wie viele Spieltage haben wir allgemein? 38 Spieltage. 5 haben wir weg, also 33 Spieltage haben wir noch vor uns. Uiuiui. Bin ich mal echt auch mal gespannt, wer der nächste. Ja, mein nächster Gegner ist beim Pokal. Wie heißt dieser Pokal eigentlich? Sieht man das? Habe ich doch irgendwo gelesen schon. Wartet. Habe ich hier gelesen, ne? Coppa Italia, genau. Ja, bin ich mal gespannt, wer mein nächster Gegner ist da. Aber ich bin tatsächlich weiter. Das hätte ich auch nicht so wirklich gedacht. Na gut, vielleicht ein Vorteil, ne? Weil kein Manager da war. Aber gewonnen ist gewonnen. So. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Lasst mal eine Bewertung da. Und in der nächsten Folge, ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, heute Abend aufzunehmen. Sonst werde ich wieder einen kleinen Update machen. Glaube ich, das werde ich zukünftig auch immer machen. Einen kleinen Update-Folge. Weil ich muss auch meistens abends immer arbeiten. Von daher schaffe ich das nicht immer. Von daher so mache ich, glaube ich, immer so einen kleinen Update. Das ist, glaube ich, besser so. Ja, lasst mal eine Bewertung da. Und ihr könnt auch was bei den Kommentaren mal schreiben. Würde mich auch sehr freuen. Ja. Ja. Mal Abo da lassen. Glocke aktivieren. Ne? Ihr wisst. Ja, und dann bin ich jetzt erstmal wie weg. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und tschüssi.